schon ein paar mehr Wagen, ein paar mehr Leute. Deshalb sind wir auch schon ein bisschen spät. Ich werde mich deshalb in meiner Rede ein bisschen zurückhalten und würde gerne den Vertreter der Julis schon mal zum Wagen bitten. In ungefähr 3 Minuten ist er dran. Ich muss kurz mal Luft holen, der Tag war schon ein bisschen anstrengend. Zum ersten Mal findet heute eine Hanfparade statt und irgendwo auf dem Planeten ist Cannabis legal. Ich finde, das ist ein Grund zu feiern und genau das werden wir heute tun. Natürlich sind Colorado und Washington weit weg. Deshalb ist mein Anliegen, und ich hoffe, ihr helft mir dabei ein bisschen, dafür zu sorgen, dass Berlin und Bayern und Baden-Württemberg möglichst auch bald so sind wie Colorado und Washington. Ich will legales Cannabis, legal als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Legal für jeden und legal unabhängig davon, ob man Patient ist oder Genusskonsument oder sonst irgendwas. Im letzten Jahr musste ich an dieser Stelle leider ein bisschen über die Polizei lästern und ich muss ein kleines bisschen zu meinem Missfallen gestehen. Heute ist die Polizei bisher relativ freundlich. Das liegt vermutlich daran, dass wir einfach mehr sind als im letzten Jahr. Und genau das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen jeden Tag ein paar neue Leute überzeugen, jeden Tag ein kleines bisschen was für die Legalisierung machen. Denn selbst wenn wir hier auf der Handparade mal 100.000 oder 200.000 sind, über Nacht wird sich die Legalisierung nicht erreichen lassen. Aber Schritt für Schritt werden wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Hanf wird eines Tages wieder vollständig legal sein. Eine ganze Menge mit euch vor. Die Wegstrecke ist auch ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, ihr habt alle Wasserflaschen oder ähnliches dabei. Ansonsten nutzt vielleicht die Auftaktkundgebung, euch noch ein bisschen was zu holen. Wir haben ganz unterschiedliche Paradewagen. Ich habe die jetzt ein bisschen so sortiert, dass am Anfang der Demo eher Reggae und Eagle-Eyes-Musik ist und am Ende der Demo eher Techno, Psytrance, elektronische Musik. Ihr könnt euch also entsprechend der Vorlieben ein bisschen sortieren. Hier geht es jetzt noch bis 14 Uhr weiter mit verschiedenen Reden. Ich weiß nicht, ob mein Juli schon angekommen ist. Ansonsten wäre René Bloch der Nächste, den ich gerne sehen würde. René, wenn du mich hören kannst, komm mal bitte Richtung Wagen. Erstaunlicherweise hat die Polizei mir jetzt noch keine besonderen Auflagen gegeben. Ich möchte euch trotzdem daran erinnern, dass der Konsum von Betäubungsmitteln, wenn er mit Besitz einhergeht, auch auf der Handparade kontrolliert wird. Wir hatten auch schon 3 Fälle. Achtet bitte aufeinander und achtet insbesondere auf die Patienten. Ein kleiner Tipp von mir, wir dürfen die Polizei nicht an der Kontrolle hindern, aber es kann uns keiner verbieten, zu 100 Leuten ringsherum zu stehen und das zu dokumentieren. So, und da ich jetzt erstmal was trinken muss und ihr heute bestimmt noch mehr von mir hört, bitte ich jetzt gleich mal den René zu mir. René ist beim Fachforum Drogen der Grünen Jugend, also jemand, der in 10, 15 Jahren dann im Bund für die Drogenpolitik verantwortlich sein wird. Deshalb passt genug auf und hinterher, wenn er runtergeht, dann sagt ihm gleich, was er besser machen kann. Viel Spaß mit René Bloch von der Grünen Jugend.